Hallo Leute, wie angekündigt machen wir noch eine Folge Truck and Logistics Sim. Wir werden heute hier den MAN kaufen, machen wir jetzt auch gleich, zack. Dann sind wir blank. Und Available Missions. Gucken wir mal im Moment. Fahrzeug anpassen. Xenon-Headlights, na klar kriegt der Xenon-Headlights. Das waren die Scheiben, die können wir so bleiben. Die Innenraumbeleuchtung, ich weiß nicht, wie ist denn der? Ich stehe ja immer auf so entspanntes Blau oder so, ne? Stehe ich eigentlich immer drauf. Zack. Armaturen. Wo verändert der hier? Ach, da unten. Doch Müll. Rau, zack. Die Karre an sich riecht auch unser schönes Orange. Passt ins Rot schon reingehend. Bisschen heller könnte es noch sein. So. Vielleicht sogar noch etwas heller. Zack. Genau. Konvoi-Ausrüstung kaufen. Wir haben keine Kohle. Okay, zurück. Leergewicht 2,6 Tonnen. Zuladung in die Karre 1,3 und an die Anhängelast können wir nochmal 2,7 drin packen. Scheiße, müssen wir noch mal kurz hinfahren. Ist aber gleich um die Ecke. Ist alles viel zu schwer. Hier oben. Dreieinhalb. Wir gucken uns mal das hier an. Bin ich neugierig? Rivers and oceans. We'll be so.
Okay, wir fahren das ganze Gerät ans Ziel, Leute. Das heißt, dass man Geld verdienen, Freunde. Das nützt alles nichts. Fuhrpark erweitern. Können auch noch im drinnen werden wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir noch zwei Aufträge annehmen können, aber ich glaube, das geht nicht. Einmal für was hier reinstellen. Sie durch. Vorsicht. Ich bleib mal auf der Gasstellung. Ja, wir werden langsamer. Gut. Tja, ich habe noch kein Geld. Wir müssen danach tanken. Ist nicht mehr viel drin.
Jetzt wird es dunkel. Die Grafik ist wirklich sehr schlecht, Leute. Sehr, sehr schlecht. Also das Modell an sich, die Fahrzeuge, das geht hier, diese unsere einen. Eine relativ lange Fahrt, ich hätte nicht auf die Entfernung geschaut, müssen wir zurückspulen. Aber hier an der Baustelle waren wir schon und haben geliefert. Ihr erinnert euch? $8.000 haben wir dafür gekriegt. Sehr schön. Und zwar nochmal eine Runde tanken. Dann hat der Kraftfahrer hier Feierabend, ne? Haben wir einen in der Nähe? Ja. Hier. Du kannst aber leider keinen Waymarker setzen. Zum Punkt navigieren. Mal eine Runde tanken.
Ja, Leute, haben wir wieder einen Auftrag gemacht, ne? Ging recht zügig. Jetzt ist die Karre erstmal vollgetankt. Auto und Wagentransport fallen jetzt mal hier vorne in den Kreis, suchen uns den nächsten Auftrag. Für das nächste Mal reparieren. Müssen wir nicht. Gut. Hier waren wir auch schon mal. Dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter, Leute. Also wir könnten auch über unsere Nutzlast ziehen oder Anhängelast, das ging. Hier müssen wir einen Stapler transportieren. Ist auch nicht geordnet, also weder nach Distanz noch nach Preis. Fahrzeuge im Besitz. Was passiert? Und dann wird die Karte anders gezoomt, wenn ich auf Fahrzeuge im Besitz klicke. Verstehe ich gerade nicht. Soll hier die Garage sein oder wie? Ausgewähltes Fahrzeug, wahrscheinlich. Was sind wir denn jetzt? Das ist schlecht. Immer noch hier. Genau. Dann haben wir nochmal für 4. Das sind auch immer nur dieselben Ladungen hier. Was ist hier? Hier stellen wir den Stapler hier hinten rein, oder wie? Strange, ne? Das ist ja merkwürdig, Freunde. So, dann werden wir beim nächsten Mal nochmal einen Stapler fahren hier. Von hier aus. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Tour. Einen schönen Tag noch.